Willkommen bei Rising TV. Heute ist Paul dabei. Jetzt Paul sagt Hallo. Hallo. Und wir spielen heute, er war auch der Kerl bei diesem Fahrkarte bitte. Das war ich. Und heute geht's los mit einem Video. Der Suximo. Dominik, was haben wir heute im Angebot? Der mitgelernt, der ist gut. Und wir spielen heute den LogSim 3D. Nein! Wir sind damit gerechnet und streng und B. Dominik, was wissen wir alles über dieses Spiel? Es ist ein Spiel mit Zügen. Faszinierend. Ich habe auch streng und B gewartet. Geht es los? Hauptschalter anschalten, Taste H. Ah. Hauptschalter anschalten, wenn Schaltwerk auf 0 steht. 0. 0. Jetzt kommt Taste H. Schaltwerk auf 0. Hab ich doch. Schaltwerk auf Cursor runter. Allein schon, wie die Technik bei diesem Spiel funktioniert, ist faszinierend. Oh, es geht. Lösung, warten bis Abfahrtsauftrag, warten auf Ab- oder mit F1 vorstellen. Wow. Wann muss ich denn losfahren? Wo ist die Open Uhrzeit? Da haben wir es gerade. 13 Uhr, 35. Oh, 2-0. Es ist ja so spät, meine Fresse. Die Uhr ist interessant, ne? Die hängt einfach bloß so rum. Jetzt kann man losfahren hier langsam. Ich muss auch losfahren. Ich habe einen Zugauftrag vor mir. Ja, komm. Bremsen lösen. Num 7. Der typische Fehler eines Anfängers. Bremsen gelöst. Und jetzt kann es endlich los. Bremsen lösen habe ich gerade getan. Ich glaube, du musst ein bisschen warten. Ich glaube, das war's. Sag mal, haben die vielleicht irgendwie vergessen, den Motor einzubauen bei ihnen zu? Oh, Schaltwerk wieder auf Null stellen. Mache ich ja sowieso gerne heutzutage. Haben wir schon ein paar Mal etwas gemacht, das ist ja kein Problem. Und jetzt müsst unser Zug. Ja, er fährt! Sing, ich komm doch noch rechtzeitig! Ich komm doch noch rechtzeitig zu meinem Kieferorthopäden! Jaha! Leertaste für Sie verquertieren, Betätigung. Ich muss immer alle 20 Sekunden. Bremse lösen! Taste 7! Das ist wirklich ein tolles Spiel! Ah! Du musst gedrückt halten! Nicht vergessen, ihr müsst es gedrückt halten, sonst funktioniert's nicht! Alle 20 Sekunden. Ich glaube, du musst doch erstmal wieder. Nein, das funktioniert! Du musst alle 20 Sekunden hier draufklicken, damit das. Oh ja, damit es nicht automatisch ausgeht. Was heutzutage alles Zugführer machen müssen, nicht wahr? Ja. Diese armen. Aber wir fahren. Diese armen, geschädigten Menschen. Sing Halleluja. Okay, ich denke mal, unsere Bahnhof kann schon ein bisschen Verspätung anrechnen, 20 Minuten. Aber wir kommen ja in Gang langsam. Das freut mich. Finde ich auch. Du hast die kleine Lokomotive. Wo ist denn der Knopf, wenn ich mal... Da! Nee, das kann ja nicht Thomas sein. Die Lok ist eigentlich rot, oder nicht? Ich weiß nicht, die Lok... Ah, stimmt, ich habe eine Regionalkarte. Das kann ja nicht sein. Das war irgendwie so eine andere Lok. Wir haben Regionalexpress, glaube ich. LZB, was soll das heißen? Okay. Wann wollen wir ankommen, am Ernst? Wir sind irgendwie lahm, oder? Loser zu Hause bleiben? Oh, das macht Sinn. Lange. Ach, okay, wenn ich bin. Für ein Spiel, das es umsonst ist, finde ich das so scheiße, wenn ich jetzt bin. Ich meine, es ist ja umsonst. Ja. Bis auf die Nervenschädigung und Großhirn kann man das schon ertragen. Es gibt viele Tasten, aber ich glaube, deshalb geht es wohl. Ja. Ich meine, im Gegensatz zum Bagger-Simulator, der sogar Geld kostet und man eigentlich nur baggern kann, ich kann nur zufahren. Aber man hat eine Beschäftigung, also alles kann ich so gut draufklicken. Mhm. Aber was schön ist die Landschaft, nicht wahr? Da haben sich die Entwickler doch richtig Mühe gegeben. Ich meine, die Autos, die stehen einfach bloß auf der Straße rum, die überhaupt keine Struktur hat. Die Felder liegen einfach nur platt da.
Wunderschön. Und er kann Left 4 Dead sein. Wenn ich einen Zombie über die Bahn schieben läuft, wissen wir, wo wir sind. Mhm. Aber dann frage ich mich bloß, wo ist seine Knarren? Und komm aus dem Rückspiegel rausgefahren, so links und rechts. Und außerdem, wo willst denn du jetzt hin? Da ist auch keine Stadt. Nee, ich fahre jetzt zum SBK 14. Und was ist das? Ich bin 5 km. Ich will jetzt gerade mal so schnell! Nein! Nein! Oh Gott! Du wirst uns alle töten! Ich weiß nicht mehr, wie ich bremsen kann. Frage, wie bremst man? Werd langsamer! Ah, hier ist der Knopf, hier ist der Knopf! Du wirst nicht langsamer! Dominik, jetzt tu etwas wie ein Gleis! Wer langsam langsamer ist, aber. Oh, Glück gehabt. Langsamer. Es ist langsam. Ah, das hat's nicht. Ich hab Glück gehabt. Ich konnte ja, wenn ich wollte auch nicht auf die Taste klicken. Ich klicke auf die Sichertaste. Dann würde ich eine Notfallbremse machen. Ich wollte das ein bisschen spannender gestalten. Ein bisschen. Soll schon ein bisschen davon haben. Ein bisschen Spannung aufbauen. Ey, eine Kuh! Ja. Ah, da wird dir sogar angezeigt, was du drücken musst. Da steht. Warte mal. Warte mal, wenn die Leuchte angeht. Das ist ja ein tolles Spiel. Spannend, ja. Achte mal auf die Leuchte. Vielleicht springt einer an, wenn du vergisst, da zu drücken. Wir müssen warten. Ja, wir warten. Da! Sifa! Ah. So, jetzt warten wir weiter. Ja, wir warten. Ich warte auf Gegenverkehr. Und du warten? Achte auf warten. Ich warte auf Gegenverkehr. Weißt du, was das Spiel wirklich aufmachen würde? Was? Eine Gatling Gun. Einfach Knopf drücken und dann. Jedes Spiel würde eine Gatling Gun aufmotzen. Ja, ich weiß. Power Shopping mit Lina Lisa würde eine Gatling Gun aufmotzen. Alles ist besser als mit einer Gatling Gun. Teletubbies große Reihe ist auch besser mit einer Gatling Gun. Das ist immer die beste. Das ist eine Warnung. Ist eine Warnung? Oh, bremsen. Diesmal nicht auf Start. Warum ist es kein Touchscreen? Halt an. Oh, das wird knapp, Dominik. Das wird sogar sehr knapp. 80 km/h, du bist zu schnell. Du bist zu schnell, Dominik. Auf Wiedersehen, wir fahren durch. Ihr könnt hinterherlaufen, wenn ihr wollt. Ey, vielleicht musstest du ja gar nicht an der Station anhalten. Ah, jetzt bremst du, jetzt bremst du. Das ist doch. Das ist gut. Jetzt, da bringt jetzt echt was. Sie Fahrstufen. Da, siehst du, das bringt ja schon wieder eine Leuchte. Was ist das diesmal? Keine Ahnung, die haben das so klein gemacht. Aber wie gesagt, eine Gatling Gun. Das würde selbst die Situation auch. Warum bremst du, wenn das Signal grün ist? Gute Frage. Die Strecke ist ab 16. Wie alt bist du? 16. Ah, gut. Ich spiele jetzt doof, wenn ich Kinderpiloten spielen. Was zum Teufel war das? Bremsen angelegt. So, wir sind da. Jetzt können die einsteigen. Sie müssen zwar einen Kilometer latschen, aber immerhin dann kriegen sie immer die Aufwärts. Wir bekommen hier auch kein Geld. Ihr könnt halt eben auch so mal gut die Tina einmachen mit dem Fahrticket. Ja. Wir kriegen auch kein Geld. So, Bremsen lösen. Gnome 7. Weißt du noch, wo du diesen dämlichen Schaffner mit deiner selbstgemachten Fahrkarte irgendwie nicht hast? Ja, richtig, also. Und die war sogar auf Klopapier, man, so die von der deutschen Bahn, blöde. So, ich will weiterfahren. Vielleicht dachte ich, dass wir ein bisschen schief auf dem Gleis sind. Oder muss das so? Ey, was ist denn das eigentlich für ein Schild? PZB 90. Ablaufdatum. Ich wusste gar nicht, dass Züge ein Ablaufdatum haben. Irgendwann kann man sie nicht mehr essen. Ja, irgendwann sind sie nur noch mürbe. Ich meine, wer isst keine Züge? Ich meine, jeder isst Züge, also. Wer keine Züge mag, ist nicht normal. Ja. Habt ihr gehört? Wer keine Züge mag, ist nicht normal. Mama, holt mir noch ein Stück von der Deutschen Bahn. Wir bitte auch gleich. Ach ja. Da kann ich Spannung gar nicht beschreiben. Wie lange müssen eigentlich Deutsche Bahn fahren, bis sie reif genug sind? Für eine perfekte Deutsche Bahn. Ich hab keine Ahnung, muss man nachschreiben, muss man erst mal nachschreiben. Ob die wohl auch aus hier die rote Mühle kommen hier? Hä? Du weißt doch hier diese Wurst da, diese rote Mühle. Ich meine, das ist ja die deutsche Bahn ist auch rot. Na, stimmt.
Hier Feierabend, wie das duftet. Deutsche Bahn ist kräftig gut. Ach ja, das ist spannend, das ist spannend, das ist spannend. Ach Gott, bitte, sie fällt das irgendwie an. Ich denke, ihr könnt es gleich beenden. Ihr habt gesehen, das Spiel, es ist nicht schlecht für, und für einen Block ist es auf keinen Fall schlecht. Nein, schlecht ist es definitiv nicht. Schlecht nicht, mal. Aber es gibt gute Spiele und es gibt nicht so gute Spiele. Und ich müsste einfach gerne, ich hätte gerne eine Tastenerklärung. Ja, das wäre nicht schlecht. Ich meine, jetzt bloß, wenn ein paar Lichter angehen, dann... Sagt mir irgendwie nichts. Ja, mir auch nicht. Irgendwie. Ich glaube, selbst ein Zugführer, ein Einsteiger-Zugführer würde das ein bisschen... Und ein Trecker! Oh, ein Trecker, jetzt wird's spannend! Jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Spiels! Und der Trecker bewegt sich nicht! Kein Schwein ist drin und er steht total falsch auf dem Feld. Aber es war ein Trecker. Ja, es war ein Trecker. Weißt du, was mir jetzt gerade auffällt? Ich fahr zu schnell. Ja, das auch, aber die bauen hier anscheinend sehr gerne Raps an. Oh, wir streichen ihre Felder gern gelb an. Ja, das war... Mähdrescher! Ein Mähdrescher! Ja, Mähdrescher! Oh, scheiße! Warum mäht der Mähdrescher auf ein Feld, wo schon gemäht wurde? Mir hing schon Wallen rum, womit er da? Na, vielleicht erhält der Bauer ja einen